Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Straßenmeisterei-Simulator. Sorry für die etwas längere Pause, aber ich hatte es ein bisschen im Rücken. Weißt du, da war es mit Straßenmeisterei echt nicht so gut. Musste ein bisschen Pause machen. Hatte schön ein bisschen abfeiern auf gelben Schein, aber nun sind wir wieder zurück und schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Mal gucken, was Cheffe, der wird uns heute wahrscheinlich auch nicht rannehmen nach meiner kleinen Zwangspause, so als kranker Fuchs. Gucken wir doch mal. Hallo. Fahrbahn markieren, Landstraße. Also die Fahrbahnmarkierungen auf der Landstraße sind in einem Abschnitt ja kaum noch zu erkennen. Los, die musst du neu machen. Wir haben vor kurzem aufgerüstet. Du kannst die Arbeit nun mit einer Markiermaschine zum Aufsitzen verrichten. Deine Vorgänger mussten noch mit der guten alten handgeführten Maschine ran. Also schätze dich glücklich. Da frage ich doch direkt in die Runde hier an meinen Kollegen, der hier tatsächlich Straßenmeisterer ist. Wie war das bei euch denn damals? Hast du mal Markierungen selbst gelegt? Und wenn ja, war das noch die gute alte Handmaschine oder wie lief das? So, nimm das Fahrzeug mit Warnsystem. Machen wir. Wir gehen ja schon los, ne? Ich freue mich. Ich bin ganz aufgeregt. So. Fahre das Fahrzeug zum Moderior-Lager. Achso, Tatsache. Ja, dann, warte mal los. Ich wechsle mal wieder auf Controller oben, ne? Weil beim Autofahren kann man das mal ruhig machen. Ne? Was soll ich jetzt hier? Auf zum Moderior-Lager. Okay, öffne die Ladeklappe, das mache ich doch gerne. Einmal die Ladeklappe öffnen und was soll ich jetzt tun? Oh nö, ich muss Absperrungen aufladen. Oh, das sind die ganzen Dinger, das geht ja schnell, das ist nicht so schlimm, das sind die dicken Leute, das geht. Eins, ich dachte wieder Steine und so, aber damit kann ich arbeiten. Oh, ich dachte schon erster Tag, ne, hab's noch leicht mit dem Rücken und hier Steine schleppen oder so. Nee, aber diese komischen Absperrgitter da, das ist nicht so das Ding. Aber bitte keine Ampel, oder? Nee, keine Ampel. Nur ein bisschen absperren und gut ist. Mehr ist das nicht. Haha. Doch, kann ich noch mitarbeiten, ne? Der gute Guido hat schon vorgearbeitet. Der hat alles schon hingefahren zum Auftragsort. Deswegen alles entspannt und chillig. Ladeklappe schließen. Renn in der Karre. Los geht's, ne? Oh. So, seid ihr bereit? Ah, warte, ich glaube, die Tür ist wieder zu, ne? Ja, gehst du einmal in Feierabend, ne? Mach der Chef gleich die Tür zu. Kannst du dir nicht ausdenken. So, warte, im Drücken. Wunderbar. Und wieder einsteigen und weiter geht's. Oh, Vorsicht! Komm her! Hier auf diesem kleinen Landstraßenquadrat, ne? Ach, guck mal, wie weit das ist. Da hättest du doch zu Fuß latschen können. Da brauch ich doch keinen Wagen für. Das ist halt diese Sinnlosigkeit dieses Games, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Das ist halt hart lächerlich, weißt du? Und das merkst du halt. Die Welt ist so winzig, das ist halt bescheuert. Boah, dann machen wir eben eine kleine Wendung noch dahin, damit sich das ein bisschen lohnt, dass ich überhaupt rausgefahren bin, ne? So, Achtung, Wende! Woo! Immerhin ist die Musik angenehm, wa? So. Okay, Fahrzeug haben wir geparkt. Schalte das Warn... Oh, warte, wir müssen das Warnleitsystem anschalten. Habe ich gemacht. Ist das jetzt an oder nicht? Ist das jetzt gut oder was? Nee. Ah, jetzt. Okay. Was haben wir denn jetzt da an? Komplette Sperrung oder was? Ah ja, hier. Achtung, ist komplett gesperrt. Alles klar. Platziere die Absperrung. Ja, dann machen wir kurz mal einmal Vollsperrung. Ne? Nützt nichts. So, warte. Oh. Einmal die Vollsperrung einleiten. Bums. Okay. Upsala. Warten Sie kurz. Hier wird jetzt voll gesperrt. Das ist jetzt Schluss. Wo ist denn die nächste? Wo ist denn die nächste? Oh, ganz da hinten. Ja, dann. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, latschen wir mal ein bisschen durch die Natur hier, ne? Sieht doch schön aus. Da muss man dann auch mal ein bisschen laufen, das hilft nichts. Guck mal, nutzen Sie die Gelegenheit, solange Sie noch können. Ich mache hier gleich dicht, Junge. Hast du noch mal Glück gehabt, dass du noch durchgekommen bist, ne? Sonst heißt das warten. Warten heißt das dann. Aber jetzt mal bei aller Liebe, ne? Da hättest du doch eben... Guck mal, man sieht ja, hier ist keine Absperrung mehr, hier ist nichts mehr zu erkennen. Aber da hätte ich doch eben
von meinem Hof da mit diesem Streifenfahrgerät eben raus, hätte ich doch so rausfahren können. Eben einmal die Streifen machen, da musst du doch nicht absperren für die 3 Meter. Das sind doch 3 Meter, das ist ja Sichtweite, guck mal hier. Das ist doch nix. Lächerlich. Und vor allen Dingen die Originalstreifen, die sind noch da. Die sind nur extra hier mit so einer Textur überklebt, damit man die nicht sieht. Das ist halt komplett hart lächerlich. So, Achtung, ich mach dicht. Zack. Ja, da guckt ihr, ne? So, wollen wir eben wieder zurückrennen, ne? Nutze ich den Moment und trinke mal ein Tässchen Tee, du. Schön. Oh, herrlich ist das. Ich sag euch das. Herrlich. Ich freue mich, du. Das wird klasse. Das wird einfach klasse. Ich blende mir ja schon mit Absicht das Interface nicht ein, damit es ein bisschen schwieriger ist, ne? Für den ganz besonderen Kick, ja? So, nächste Absperrung. Wo kommt die jetzt hin? Auch wieder dahin, oder was? Jo, alles klar. Warum man auch immer auf beiden Seiten eine braucht. Es reicht nur, wenn ich hier dicht mache, dann kommt ja keiner mehr lang. Und da hinten einmal dicht mache, dann kommt da auch keiner lang. Aber damit da wahrscheinlich keiner irgendwie dran vorbeifährt oder so. Jo, das dauert halt einen Moment, ne? Ich bin ein bisschen am Laufen, Leute. Das nützt nichts. Da bist du halt am Laufen, bist du, ne? Leicht am Hin- und Her spazieren, ne? Lässt sich nicht vermeiden, ne? Das ist harte Arbeit, ist das. Geht. Oh, habt ihr das gesehen? Ist der dem da nicht hinten reingekachelt? Der ist doch eindeutig da rein. Du bist doch da reingeballert, Junge. Das hab ich doch gesehen. Du bist doch dem eiskalt da hinten reingefahren. Das gucken wir uns gleich mal näher an. Manchmal bin ich nebenbei. Also, es kommt ja manchmal noch ein bisschen in mir der Streifenpolizist raus. Und ich bin mir sicher, dass ich hier gerade Zeuge eines Auffahrunfalls geworden bin. Bin mir sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Das checken wir gleich mal. Warte mal. So, erstmal hier, komm, absperren. So, mal gucken. Naja, sieht ja doch noch okay aus. Guck mal hier, das ist ja Wahnsinn. Da haben sie nochmal Glück gehabt, ne? Hallo, ist da jemand? Können Sie mal die Scheibe runter? Hallo? Ich wollte gerne mit Ihnen, ne. Okay, es gibt keine Menschen, es gibt nur schwarz getönte Superscheiben. Oder ist das so, ne? Dann wollen wir mal. Red nützt auch nix. Herrlich ist das, oder? Ist das ein herrliches Wetter? Es ist immer klarer, schöner Sonnenschein. Hübscher wird das auch nicht mehr. Ob es in dieser Welt jemals regnet? Man fragt sich, wie alles so grün und am Sprießen sein kann. Obwohl es nie regnet, oder? So, puff. Was soll ich jetzt tun? Fahre die Markierungsmaschine zum Startpunkt. Mache ich erstmal einsteigen in den Apparat. Da, puff. So, wie konnte man die Kamera wechseln? Ne, so nicht. Irgendwie konnte ich doch die Kamera wechseln. Ich will die Kamera weg. Opala. Ne, so auch nicht. Man konnte doch irgendwie die Kamera wechseln. Ich bin da draußen. Ich will von draußen gucken. Aber warte, man konnte. Ja, hier. So ist das schön. So ist das schön. Dann fahren wir doch mal an den Startpunkt. Oh, warte. Die Kollegen, ne? Die mussten sowas noch mit der Hand machen. Das ahnst du nicht. Wir modernen Kinder hier, ne? So. Nun aktivieren wir das System. Düs. Ja, ist schon mega modern. Da haben wir kleinen Stromkasten dran. Jetzt fahren wir das runter. So. Okay. Los geht's. Ich mach mal hier, mach das mal aus. Ich will das ein bisschen, ich will das genießen. Deswegen, Achtung, so. Ja, geilo. Man könnte es als perfekt bezeichnen. Ich will ja nicht sagen, aber man könnte es als perfekt bezeichnen. Und Achtung. Wahnsinn, du. Es ist das Spannendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Aber es ist halt wichtig. Seht ihr, wie die Textur da verschwindet? Geil, oder? Ihr müsst mal auf die Textur gucken. Dieses, das verdeckt das nur. Da wird nicht mal ein neuer Streifen hingemacht. Das schiebt das nur weg. Guckt euch das mal an. Es sind stumpf die Streifen noch auf der Straße. Das wird einfach nur weggeschoben, die Textur, die das verdeckt. Hier, seht ihr das? Guckt euch das mal an. Das wird einfach zusammengeschoben und weg ist es. Alter, das ist ja mal richtig schlecht. Da kannst du dich ja gar nicht vermalen. Das geht ja gar nicht. Du kannst dich nicht vermalen. Es ist nicht möglich. Du musst einfach nur mit diesem komischen Penüppel da vorne so ein bisschen auf dieser angedeuteten Textur sein und dann geht es schon. Aber du kannst nicht irgendwie schief malen oder jetzt auch während des Malens. Wir können ja gleich mal versuchen. Ich mache mal hier so ein bisschen hin und her gleich während des Malens. Achtung, beim Aufsprühen. Seht ihr das? Guck mal. Es interessiert es einfach nicht, weil der Strich halt schon hart auf dem Boden fest texturiert ist. Da werden nur so Label drüber geklebt.
Das ist leider ziemlich lame. Also jetzt mal ernsthaft, das ist super traurig. Und ich dachte letztes Mal, ich habe hier alles gegeben und das super gut gemacht und so, aber nö. Das ist einfach nur Verarsche. So, deaktiviere den Fahrzeugaufsatz. Nö, wunderbar. Das klappen wir auch zu. Parke das Fahrzeug in dem markierten Bereich. Machen wir. Ja, das war mal richtig scheiße. Also, ne? So, und anhalten. So, ja, und jetzt werden wir die Absperrung wieder aufladen. Super, das ist ein geiler Job. So, warte, hier, ihr wartet mal erstmal ein bisschen. Erst die sicheren hier, ne? Erst die. Boah, das, also ist sag mal so, das Abbauen und Aufbauen der Absperrung, das hat länger gedauert als die eigentliche Arbeit. Der bereits vorhandenen Striche, wir haben ja eher drüber gewischt, als dass wir neue gemacht haben, ne? Lustiger Trick, leider fällt er halt extrem doll auf. Beim ersten Mal habe ich das gar nicht gemerkt, aber jetzt habe ich einmal mit ein bisschen Verstand da drauf geguckt. Und das ist halt schon, wie sagt man, a wenig lame ist das, ne? Also, war gut. Ein netter Trick, aber schon ein bisschen langweilig. Alter, ich habe mir hier so einen Früchtetee-Waldmeister gemacht und ich muss sagen, der ballert aber. Der Waldmeister kommt raus. Wahnsinn. So, und absetzen. So, erstmal die beiden hier, das geht wenigstens schnell. Und absetzen. Den eben auch noch. Und absetzen. Jawohl. Oh, und uns auch nicht überarbeiten. Ich hab's, wie gesagt, noch ein bisschen im Rücken. Deswegen nicht zu schnell. Wir gehen das gemütlich an, ne? Ein bisschen gemütlich. Hm. Keinen Stress schieben. Ich glaube auch, es kommt nichts Neues mehr. Ich denke mal, jede Mission wiederholt sich jetzt noch zweimal. Jeweils mit dem Unterschied, mal auf der Autobahn, in Anführungszeichen Autobahn, mal auf der, in Anführungszeichen, Landstraße. Junge, jetzt sind wir auch durch, ne? Also ich muss sagen, für das verlangte Geld ist das Dargebotene. Ich bin hier noch am... Hallo, ihr wartet mal schön, bis ich zu meinem Wagen gelatscht bin, ne? Ne. Das könnt ihr mal voll vergessen, ne? Das könnt ihr mal richtig vergessen. Wir gehen jetzt schön zusammen. Schön, ihr geht jetzt schön vorsichtig hinter mir her, ja. Schön vorsichtig. Mhm. Also für das Dargebotene finde ich den Euro-Wert, den man hier latzen soll, schon heftig. Ihr müsst euch das klar machen, ne? Das sind so irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Missionen. Hab's nicht mitgezählt, aber ist egal. Bei der einen Aufgabe machst du diese Leitplanken sauber, dann schraubst du die mal an. Dann machst du mal so ein Loch irgendwie. Dann schiebst du ein paar Schilder zurecht. Es ist Müll aufsammeln. Reifen auf der Straße malen. Bäume. Bisschen stutzen, mehr ist es ja nicht. Und es ist halt nicht super realistisch. Das, was man am meisten macht, sind halt irgendwelche. Was ist jetzt los? Was fehlt? Ich muss einsteigen hier, Bruder. Dankeschön. Schalte das Warnleitsystem aus. Jo, back zum Werkhofer. Fahren wir mal wieder zurück. Ich gönne euch mal hier diese etwas kamerafahrtige, lastige Außenkamerafahrt. So, und abladen, ne? Kennen wir ja. Das mache ich am besten mit der Maus, oder? Das geht einfach einfacher. So, das geht mit der Maus, geht das einfach einfacher. Da kannst du zielsicherer die Schilder da wegklappen und so. Das ist einfach viel besser. So, und Render. Sind wir da auch mit fertig? Guck mal. Leute, Klappe schließen, Auto parken, glücklich sein, wa? Warte, ich weiß nicht, wie ich die Kamera nach innen fahre. So, eben Render. Und das ist auch gut, ne? Mission erledigt. Das reicht doch für heute, oder? Für den ersten Arbeitstag nach meiner kleinen Krankschreibung. Von 2 Wochen, finde ich. So, Auftrag abgeschlossen. Pinsel. Hatten wir. Alle Pinsel, Mann. Der olle Pinsel, hatten wir das nicht erst kürzlich? Na egal. Schauen wir mal, was die nächste Mission bringt, ne? Schäfer hat wieder was. Schäfer ist noch. Er hat noch was. Er hat noch was. Da hat sich wahrscheinlich einiges an Arbeit angesammelt. Die faulen Kollegen wieder nichts am Machen gewesen, ne? Bäume beschneiden, Landstraße. Wie das immer alles wuchert.
Auf der Landstraße ist das Astwerk einiger Bäume zu stark gewachsen. Die Bäume müssen sofort beschnitten werden. Nutze das Allzweckfahrzeug mit dem Sägeaufsatz. Hast du die Bäume beschnitten, komme zurück zum Werkhof. Upala. Oh, es gibt mehrere Sachen, guck mal. Ich kann ja hier durchschalten. Ist ja verrückt. Ich kann hier durchschalten. Man kann auswählen, aber ist ja auch scheißegal. Wir müssen das eh machen. Wir machen erstmal Bäume beschneiden, ne? Auf der Landstraße. Zack. Let's go. Nimm das Fahrzeug mit der Säge. Machen wir. Tja, machen wir doch gerne. Wir müssen da immerhin keine lästigen Absperrungen oder sowas organisieren. Los geht's! Ab geht die Wilde fort, meine Lieben. Boah, ist das laut, Alter. Da ballert der Apparat. Oh, der hat ordentlich Druck drauf. Mip, mip. Nun geht das los. Nun geht das, wie sag mal, ab hier. Ob durch die Mitte oder haarscharf dran vorbei. Wisst ihr, was ich meine, ne? Vorsicht! Dankeschön. Das ist ein sogenanntes Warnhupen. Ist das innen drin leiser? Nee, es ändert gar nichts. Es war ein sogenanntes Signalhupen, damit die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, dass ich ohne links vor rechts zu beachten oder gar Ampeln die Kreuzung mit meinem Vehikel überquere. Da ich aber hier als Straßenmeisterei-Man tätig bin, ist das völlig legal. Ja, muss man wissen. So, eben erstmal hier anhalten. Ist gut. Ja, ist doch gut. So, X. Man muss gedrückt halten, alles klar. Manchmal musst du gedrückt halten, meine ich. Ist nicht immer so ganz eindeutig. Das Sägewerk aktivieren. Die Einblendungen ausmachen, weil die nur nerven. Und los geht's. Und direkt hier an der Straße am Rand langfahren, ne? Schön auf geht's. Wunderbar. Das ist aber auch am Wuchern, die Scheiße, ne? Da wirst du ganz närrisch, wirst du da, wie das am Wuchern ist. Das ist der Wahnsinn ist das. Einfach nur der Wahnsinn. Das wuchert, da wirst du richtig kirre, wirst du da. So da wuchert das. Mann, ist das spannend. Also ich bin aufgeregt. Mein Puls ist auf 186. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich muss, glaube ich, bald wieder einen Krankenschein mehr organisieren, weil ich diesen ganzen Stress, das hältst du nie aus. So, nun. Den Fahrzeugaufsatz deaktivieren. So, Ladeklappe öffnen. Wir wechseln wieder auf Maustastatur und dann fangen wir mal an, den ganzen Scheiße einzusammeln. Und nehmen. Und rauf. Besten springst du immer, dann geht das. Und rauf. Hoppala! Oh, hoppala! Das geht in die Beine, doch. Da kriegst du Muskelkater am nächsten Tag. Ich sag's dir. Hoppala! Wenn du dann die ganze Zeit am Springen bist wie so ein Irrer. Das gibt Muggis in den Beinen, das sag ich euch. Und zack. Herrlich. Und. Jups. Das ist schon geil. Das muss man einfach sagen. Das ist schon von der Geilheit her, ist das schon solide. Zack. Los geht's. Und zack. Abend. Also ja, ihr seht das jetzt gerade nicht, das Abend ist. Es ist aber Abend. Man sieht das noch nicht, weil hier ist immer Tag. Ne? In diesem Universum hier wird es nie dunkel. Das ist hier so. Das ist ein ganz besonderes Universum. Wir kriegen halt nur mit, dass es Abend wird, weil wir auf die Uhr gucken. Ne? Sonst würden wir hier immer die ganze... Das ist wie so eine Legebatterie, weißt du? Da wirst du auch mit so Lampen verarscht. Ist hier das Gleiche. Ne? Der Himmel ist immer am Strahlen. Es ist immer wunderschön. Es regnet nie. Wir gehen ja davon aus, wenn wir uns hinlegen in unsere Legebatterien zum Schlafen, da wo wir von Legebatterien sprechen, da kräht der Hahn. Ich glaube, dann machen die mal den Regen an. Oh, ich muss das unbedingt ein bisschen leiser machen, den guten Hahn. So.
Meine Lieben, der Hane ist am Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle hier einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne. Oder am Video posten. Oder ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder, ne? Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.